So, dann herzlich willkommen, lieber Ludwig. Wir sprechen heute über das Thema Kamerascheu überwinden oder prinzipiell über das Thema, wie kann ich als Unternehmer das Kameras und Videos für mich einsetzen? Und ja, ich habe dich durch Zufall kennengelernt. Du wurdest mir von zwei verschiedenen Stellen empfohlen und zwei Frauen haben gesagt, hier, wenn du dich nicht traust, vor der Kamera zu stehen, musst du unbedingt mal bei Ludwig vorbeigucken. Der hat so ein total tolles Kameraspiel und so habe ich dich gefunden. Und wir haben mal telefoniert und dachten, wir haben so viel gemeinsam, da müssen wir auf jeden Fall mal ein Skype-Interview zu machen. Und darum sind wir jetzt hier. Genau, dann stell dich doch mal vor, was du genau machst und wie du da hingekommen bist. Ja, also, ja, genau. Also ich erinnere mich noch gut an das Telefonat. Ich freue mich voll auf die Zeit jetzt mit dir. Genau, also für mich ist, es gibt sozusagen verschiedene Ebenen meines Wirkens sozusagen. Und die, wo ich gerade am aktivsten bin und 80% zu meiner Zeit investiere, ist tatsächlich Einzelunternehmern oder Kleinunternehmen zu helfen oder zu unterstützen, sozusagen diese erste Hürde vor die Kamera zu gehen, zu überwinden. Und das sind meistens so zwei große Hindernisse. Das eine ist wirklich erstmal so wirklich die persönliche Angst, vor einer Kamera zu sein. Bei den meisten ist es auch wirklich vom Fotoapparat zu sein. So. Also das ist so eine Komponente und die andere ist die technische Komponente. Also wenn man das überwunden hat oder parallel überwinden möchte, dann wie geht das überhaupt? Wie kriege ich sowas überhaupt online? Manchmal so banale Fragen wie, kostet YouTube eigentlich irgendwas oder wie geht das? Oder ach, ich muss jetzt nicht eine teure Kamera kaufen, sondern ich kann das auch mit meinem Handy erstmal machen. Und da sehe ich mich eher so als Initiator, so als jemand, der das, den ganzen Prozess erstmal anschiebt. Und um herauszufinden, macht es mir eigentlich Spaß. Und wenn die Leute merken, es macht ihnen Spaß, dann ist meiner Meinung nach, dann kann man so anfangen, so tiefer in den Prozess reinzugehen und dann vielleicht irgendwann mal auch teurere Technik zu kaufen. Aber das Wichtigste ist erstmal die Freude zu entdecken und ins Machen zu kommen. Wie bist du denn auf das Thema selber gekommen? Also wie ist dann so dein Werdegang, dass du das Thema sagst, okay, Kamerascheu scheint mehrere Leute zu haben. Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Ja, also ich meine, ich bin schon seit immer im Filmgeschäft unterwegs und habe angefangen, in der Werbung zu arbeiten oder in Filmproduktion. Ich habe sozusagen alles gemacht im Filmbereich, was es so gibt. Und habe dann irgendwann YouTube entdeckt. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt so der wirklich erste Anfang davon war, aber eine große Sache, die ich gestartet habe mit meiner damaligen Freundin, war einen YouTube-Kanal zu starten zum Thema Ernährung. Und da habe ich sozusagen, also das erste Video, was wir aufgenommen haben, da habe ich Lampen gemietet, da habe ich ein Funkmikrofon gemietet. Ach, das stimmt. Wir haben einen riesen Aufbau gemacht. Völlig übertrieben, so, aber das war sozusagen aus dem Hintergrundwissen von meiner Profi-Filmkarriere sozusagen. Das hat, ich glaube, ein Video hat 6 Stunden gedauert, also ewig lange, ja. So. Und das war sozusagen der Prozess, wo ich angefangen habe, ah krass, okay, so kann man bei YouTube nicht arbeiten oder so kann man alleine vor allen Dingen auch nicht arbeiten, weil ich war es ja gewohnt, mit 30 Leuten zu arbeiten oder 60 Leuten am Filmset so. Mhm. Und das war so der Prozess, wo ich angefangen habe, okay, wie kann man die Sachen vereinfachen? Was ist das Allerwichtigste, was man braucht? Welche Technik kann man komplett weglassen und wie kann man zu Hause, wenn man alleine ist und nicht eine zweite Person hat, weil selbst das hat man ja meistens nicht, wie kann man das dahin kriegen? Und so habe ich halt mit Kerstin ganz viel da zusammengearbeitet und wir haben die Prozesse immer weiter optimiert und vereinfacht, so aufs Essentielle sozusagen runter reduziert. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, ah, warte mal, es gibt natürlich auch bestimmte Sachen, da muss ich auch in diese Rolle reinschlüpfen, also vor die Kamera selber gehen, weil ich davor halt immer eher so die alles dahinter gemacht habe. Und ne, also alles, ich will jetzt nicht sagen alles Technische, weil es gibt ja auch ganz viele kreative Sachen wie Regie und so. Ja. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich muss davor. Und dann waren ganz andere Herausforderungen. Ja? Das sind auf einmal, das ist eine ganz andere Welt. Und so bin ich dann dazu gekommen, ah, okay, das ist das, so fühlt sich das an. Wie kann ich ihr vielleicht helfen, entspannter zu werden? Ah, okay, das war mein Einstieg. Und dann habe ich verschiedene Sachen ausprobiert. Also ich habe erstmal einen Online-Kurs gemacht, wie kann man Videos machen, der null erfolgreich war. Ich habe ihn auch nicht wirklich vermarktet. Ich habe es auch auf Englisch gemacht. Das war sozusagen, es war nicht umsonst, weil das ganze Wissen ist ja da. Und ich habe es jetzt einfach ins Deutsche übersetzt sozusagen. Das hat sich gelohnt, aber das war nicht erfolgreich. Und dann habe ich halt wieder was ausprobiert. Und das ist halt dieses Kameraspiel. Und das ist extrem erfolgreich und macht unfassbar viel Spaß und ist, glaube ich, auch so erfolgreich unter anderem, weil ich die Rolle total gut kenne, weil ich genauso steif war, weil Freunde von mir haben gesagt, als sie mein erstes Video gesehen haben auf Englisch, die haben sozusagen gesagt, hier, verdeck mal deinen Mund und so, nur deine Augen
Und die haben gesagt, du bewegst dich überhaupt nicht, das ist null Mimik, du bist tot. Das ist auch echt fies. Solche Freunde braucht man, ja. Das war ein bisschen schockierend. Und ich habe mich dann immer versucht zu zwingen, irgendwie mehr zu bewegen, was natürlich auch nicht der Weg ist, sondern der Weg ist einfach, in die Praxis zu kommen, das immer wieder zu machen. Und irgendwann passiert das automatisch. Da ist man einfach witziger und lockerer und dann stört einem das alles nicht mehr so. Also ein langer Weg, will ich sagen, ein sehr langer Weg. Aber du bist selber da durchgegangen, durch diese ganze Kamerascheu und dass man nicht weiß vor der Kamera, was man plötzlich sagen soll. Also ich kenne es aus meiner Erfahrung her, ich fange ja auch gerade erst mit dem Thema an. Ich drehe zwar selber auch, ich stehe hinter der Kamera und drehe Videos, aber davor zu stehen ist was ganz anderes. Mir fällt es im persönlichen nicht ganz einfach, mit jemandem zu reden, zu kommunizieren und locker zu sein. Aber sobald eine Kamera angeschaltet wird und man dieses grüne oder rote Lämpchen sieht und dann so schockstarre wie so ein Frettchen vor der Schlange. Was sind denn so deiner Meinung nach hast du so ein paar Tipps für jemanden wirklich, der das erste Mal sich vor ein Video stellt, der ein bisschen natürlicher wirken will, der so ein bisschen seine Nervosität überwinden will? Kannst du direkt irgendwas mitgeben, wo du sagen, so 3-4 Punkte und damit wirst du schon direkt viel ruhiger oder entspannter? Hast du da irgendeinen Geheimtipp für? Ja, auf jeden Fall. Also sozusagen der allererste Schritt, wenn man sozusagen fotoscheu ist und überhaupt noch nie im Video war, dann ist meistens der erste Schreck, dass die Stimme ganz anders klingt. Und da würde ich einfach empfehlen, vermehrt zu versuchen, Sprachnachrichten zu verschicken. Also ob das jetzt beim iPhone über iMessage ist oder mit WhatsApp oder Telegram, es gibt ja ganz viele verschiedene Apps. Und da sozusagen sich so langsam an die Stimme zu gewöhnen. Also man nimmt ja eine Sprachnachricht auf, anstatt einen Text zu schreiben. Und dann hat man ja meistens die Funktion oder eigentlich immer die Funktion, sich die eigene Sprachnachricht nochmal anzuhören. Und durch diese Routine gewöhnt man sich so langsam an sich selbst. Und das ist sozusagen der allererste Schritt, bevor man sich überhaupt erstmal vor die Kamera stellen muss und dann auch erschrocken ist, wie man aussieht. Ja. Oder, ja genau, dass man sich selber beim Sprechen zu gucken, dann denkt man, um Gottes Willen, und das müssen die anderen das ganze Leben lang ertragen. Man selber sieht das ja nicht. Oder auch die Stimme nicht. Das ist so ungewohnt am Anfang. Aber ich finde auch, da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Oder wenn man es ein paar Mal gehört hat, dann findet man sich damit ab. Und dann ist man viel natürlicher dabei. Okay, Sprachnachrichten, hast du noch was? Und das ist halt normal, also das ist ganz normal, dass die Stimme anders klingt. Und dann der nächste Schritt würde ich machen, sozusagen den Stress rausnehmen, also ich glaube oftmals denken, okay, ich muss jetzt ein Video aufnehmen und ich nehme das jetzt auf und dieses Video packe ich jetzt auf meine Facebook-Seite oder das geht auf meine Website. Das heißt, der Anspruch von diesem ersten Video oder den Anfangsvideos ist super hoch. Und da würde ich einfach empfehlen, lass diesen Stress doch weg, nimm doch einfach mal aus Quatsch ein Video auf. Spiel einfach, sag von vornherein, ich werde dieses Video nie veröffentlichen, das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Ich nehme jetzt mal irgendein Thema, meinetwegen auch ein Thema, mit dem ich irgendwann vielleicht mal auf meine Website gehen möchte oder auf die Facebook-Seite. Ich nehme es einfach mal aus Spaß auf und ich gucke mir das ganz entspannt an und vielleicht mache ich das morgen nochmal. Und um so langsam reinzukommen, hilft auch, um sozusagen, die Stimme kennen wir jetzt so langsam, mich an mein Gesicht zu gewöhnen, an meine Art zu gewöhnen. Da besteht natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass man so erschrocken ist, dass man das einmal macht und dann nie wieder. Das ist aber normal, will ich dazu sagen. Also jeder guckt sich an und ist erstmal kurz erschrocken. Da muss man dann einfach dranbleiben. Das ist ganz wichtig. Und dann, das ist jetzt eher so ein dritter technischer Tipp, ist sozusagen das Handy. Also ich sage immer mit dem Handy, weil das ist ein guter Einstieg, das hat jeder meistens. Und es geht wirklich erstmal so, sich an dieses Medium zu gewöhnen. Also wenn du mit dem Handy was aufnimmst, dann hält man das ja meistens einfach in der Hand. Und das ist ein kleiner Stressfaktor, weil du die ganze Zeit zusätzlich auch noch irgendwas in der Hand hast, was halten musst. Ist natürlich viel entspannter, wenn das Handy irgendwo fest ist, ob das jetzt irgendwie so ein kleines Stativ ist oder ich empfehle total gerne so einen Saugnapf fürs Fenster, dass man einfach sozusagen das Handy irgendwo hinklemmt, das steht da und das muss ich überhaupt nicht mehr kümmern. Und ich kann sozusagen frei Schnauze mich im Raum bewegen und irgendwie auch mich konzentrieren. Ich glaube, das sind so die direktesten 3 Tipps, wie ich mich sozusagen rantasten würde. Super, das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Was ich noch kenne, ist, dass der Ton sehr wichtig ist. Also, dass viele überschätzen, wie wichtig das Bild ist, aber unterschätzen, wie wichtig der Ton ist. Also ich zum Beispiel, ich verzeihe auch mal ein schlechteres Bild und gucke mir das gerne an, solange die Tonqualität nicht total miserabel ist. Hast du auch so die Erfahrung gemacht? Aber normalerweise reicht, finde ich, oft so ein Headset oder sowas jetzt vom iPhone aus. Ja, definitiv. Also das ist mir jetzt schon fast zu technisch sozusagen, weil wenn ich erstmal Respekt vor dem ganzen Medium habe,
dann ist der Ton erstmal an der Stelle egal, weil wir noch gar nicht online gehen. Aber wenn wir sozusagen online gehen und das sozusagen für die Öffentlichkeit ist, dann ist das Allerwichtigste, gebe ich dir 100% recht, der Ton. Der muss, das heißt, der muss sitzen, der muss jetzt nicht professionell sein, aber von allen Elementen, von der Bildqualität, von den Inhalten, also was ich sozusagen im Video sage, und der Ton, ist der Ton das Allerwichtigste. Ne? Man kennt das ja oftmals beim Telefonat. Manchmal sind die Leitungen ja irgendwie komisch oder das hakt oder piept oder rauscht oder der Empfang ist nicht ganz so gut. Dann, also ich kenne keinen, der dann weiter telefoniert, dann bricht man meistens ab und sagt, ich rufe dich nochmal an und gucke, ob es besser ist. Oder wenn man Radio hört und da ist die ganze Zeit irgendwelche Rauschfrequenzen drin, schaltet man auch aus. Also das ist ein No-Go. Wenn der Ton nicht gut ist, dann wird niemand dieses Video gucken, egal wie schön es aussieht oder wie toll der Inhalt ist. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und was du schon meintest, absolut, man braucht jetzt nicht gleich ein teures Mikrofon kaufen. Man kann entweder darauf achten, dass dort, wo man aufnimmt, also in dem Raum oder wenn das draußen ist, im Wald oder so, dass einfach das keine lauten Umgebungsgeräusche hat. Also wenn ich jetzt hier in diesem Raum bin, ich nehme ja jetzt hier auch nur so ein Headset-Mikrofon, also es ist kein teures Mikrofon. Das ist völlig in Ordnung. Und man kann das sozusagen noch ein bisschen unterstützen. Also wenn man kann sozusagen komplett ohne Mikrofon arbeiten, wenn der Raum super leise und geeignet ist. Und wenn er aber nicht ganz so optimal ist, dann kann man sozusagen, was du schon meintest, noch ein Headset einfach anschließen. Dann ist sozusagen das Mikrofon nicht am Handy sozusagen oder am Computer, sondern das Mikrofon ist schon viel dichter am Mund. Das heißt, die Stimme ist halt viel präsenter. Und da, ich meine, ich zeige jetzt hier einfach mal, wie ich das angeschlossen habe. Ich habe mir einfach so ein Verlängerungskabel noch gekauft. Das verlängert einfach 1:1 nur meine Kopfhörer. Also das würde bei deinen auch passen. Und dann kann ich sozusagen ein bisschen freier mich bewegen, weil die sind ja doch ein bisschen kurz, wenn ich jetzt vor dem Handy stehen würde. Dann habe ich einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und es reicht. Das Verlängerungskabel kostet 2 €. Das Headset habe ich sowieso schon. Also jetzt nicht die Kopfhörer, sondern die Handy-Kopfhörer. Fertig. Also das reicht. Wundervoll. Was ist denn so die Erstausstattung, wo du sagst, okay, was braucht man denn wirklich, um mit Videos zu starten? Weil viele machen sich ja total bekloppt und denken, ich muss jetzt ein Stativ holen und Ausleuchtung und eine professionelle Kamera. Und dann habe ich ja schon ein Budget von über 1.000 € weg und ein Mikro und ich weiß gar nicht, wie ich starten soll. Was meinst du denn, wenn jemand sagt, okay, das Thema Video finde ich schon spannend und interessant und ich glaube auch, dass sich das in Richtung Facebook und Live und so weiter, dass das noch viel stärker zunehmen wird. Was ist denn so, wo du sagst, okay, nimm das, das reicht erstmal aus und später aufstocken kannst du immer noch? Ja, also wir reden hier wirklich von, ich habe es noch nie 1:1 zusammengerechnet auf einen Cent genau, aber wir reden von 20 € irgendwie. Ne? Also das ist das, was ich jetzt oder euch empfehlen möchte. Das eine hatte ich ja schon gedacht, dass man sich einen Saugnapf kauft, den man einfach an die Fensterscheibe macht. Und also wenn man ein Stativ zu Hause hat, also dann bloß nichts Neues kaufen. Ne? Also ich bin nie ein Fan davon, jetzt unnötige zusätzliche Technik zu kaufen. Aber jetzt davon ausgehend, dass du nichts hast, nur dein Handy, dann würde ich sozusagen diesen kleinen Saugnapf kaufen. Ich habe den hinten liegen, kann ich gerade nicht zeigen, aber vielleicht können wir das irgendwie verlinken oder so. Den mache ich sozusagen ans Fenster ran. Da klemme ich sozusagen mein Handy rein. Das hat 2 Vorteile. Den einen hatten wir schon genannt. Das Handy ist sozusagen nicht mehr in deiner Hand und du kannst dich entspannt auf deinen Inhalt konzentrieren. Und der 2. Vorteil ist, dass es am Fenster klebt und sozusagen das Tageslicht schön auf dein Gesicht kommt, also so wie ich hier gerade sitze. Und ich drehe mich jetzt mal kurz, nur um das zu verdeutlichen. Also jetzt kommt das Licht von vorne. Das heißt, mein Gesicht ist sozusagen gleichmäßig ausgeleuchtet, die ganzen Falten sind weniger und ne, das ist sozusagen die beste Lichtposition, die man haben kann. Und wenn ich jetzt mich aber seitlich drehe. Hier ist es jetzt nicht ganz so extrem, weil alle Wände weiß sind. Das heißt, das Licht kommt trotzdem noch von allen Seiten. Aber man sieht schon, die eine Gesichtshälfte ist heller und die andere ist ein bisschen dunkler. Normalerweise ist es noch extremer. Dieser Raum ist extrem hell, weil ich hier fast draußen bin. Ja. Das ist nicht zu empfehlen, sondern es ist immer zu empfehlen, zum Fenster hin zu aufzunehmen. Und das macht dieser Saugnapf automatisch, weil man klebt ihn ans Fenster. So. Also das ist eine Sache. Ich glaube, der kostet 11 € oder so. Ungefähr. Dann das 2. ist, dass man halt diese Kopfhörer benutzt, die Headsets, die du jetzt auch gerade hast. Und da würde ich dann einfach noch eine Verlängerung dazu kaufen, dass man ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum hat. Kann man ja auch unten verlinken, wenn du was empfehlen kannst. Ne? Ja, ja, genau. Also das ist einfach stinknormal. Also es ist ein Handykabel, ne? Aber wir verlinken das. Und das sind im Prinzip die 3 Sachen. Im Prinzip der Saugnapf,
die Verlängerung und die Kopfhörer. Und bei den Kopfhörern warte, du bist gerade weg. Das heißt, warte mal ganz kurz, dein Internet. Ja, er sagt ja auch. Ja, jetzt geht's wieder. Okay, also ich höre dich wieder. Ja, okay. Genau, also das Wichtigste ist im Prinzip der Saugnapf und das Handy und dann kann man anfangen. Und wenn man merkt, dass die Umgebungsgeräusche ein bisschen laut sind, dann würde ich erst das andere dazu kaufen. So. Ne, so. Und mehr braucht man nicht. Also das ist alles. Und klar, man kann dann noch überlegen, ob man sich eine extra App kauft für das Handy, mit der man dann vielleicht noch ein bisschen schneiden kann. Braucht man aber nicht. Also meine Empfehlung für den Anfang ist jetzt nicht so zu denken, dass ich jetzt ein Intro noch reinschneide und ein Outro irgendwie und noch ein Logo reinsetze. Mhm. Das ist alles viel zu viel. Es ist viel spannender und viel aufregender zu sagen, ich habe 2 Minuten so und ich will auch nicht darüber kommen, sondern das ist sozusagen mein Ziel, weil oftmals, ich meine, das ist noch so ein Anfängerfehler, den habe ich auch 100 Mal gemacht, dass ich sozusagen 3 verschiedene Inhalte in einen Video packe, das wird dann 8 Minuten lang und im Nachhinein merke ich, boah, das ist viel zu viel und im Nachhinein versuche ich das dann in 3 Teile zu machen, totaler Bullshit. Mhm. Also es ist viel besser, ein kurzes Thema, eine Sache und dann lieber 3 Videos machen. Das ist für dich entspannter und für den Zuschauer entspannter. Mhm. Und du kannst sozusagen 3 Wochen Videoinhalte bespielen, weil du jede Woche ein Video hast. Also, ja, den Fehler habe ich auch gemacht. Ich habe ein Video aufgenommen zum Thema, worauf man bei seinem Logo achten sollte. Das ging dann aber insgesamt 10 Minuten lang und die Aufnahme von diesem Video war totaler Stress, weil man sich an die ganzen Inhalte wieder erinnern musste. Man musste ständig stoppen, wieder neu anfangen und so weiter. Das, wo ich auch dachte, okay, kurz, knackig und auf den Punkt ist wahrscheinlich wesentlich besser, als wirklich langgezogen ist. Also 2 Minuten ist so eine Richtung, die du schon empfehlen würdest, ne? Ja, genau. Und ich hatte gerade überlegt, wie komme ich gerade dazu wegen der App, weil ich davon gesprochen hatte. Also fürs iPhone gibt es eine App, die heißt Filmmaker Pro, können wir auch nochmal verlinken. Was da ein großer Vorteil ist, sie hat zum einen so eine Kamerafunktion, also Aufnahmefunktion, da kann man so ein bisschen noch einstellen, dass es ein bisschen wärmer aussieht oder ein bisschen kühler. Also wenn es jetzt bewölkt ist, dann kann man das so ein bisschen mehr nach Sonne aussehen lassen, ein bisschen fröhlicher. Und man kann auch manuell so ein bisschen einstellen, ob es generell ein bisschen heller ist oder ein bisschen dunkler. Und zusätzlich hat es halt noch so eine Basic-Schnittfunktion, also falls man ein bisschen was rausnehmen will oder noch irgendwas einfügen will. Ist absolut nicht nötig für den Anfang. Also ich würde immer mit der Standard-Video-App, entweder Android oder iPhone, haben ja alle immer das gleiche System. Und was da einfach wichtig ist, ist, wenn du jetzt vor dem Fenster stehst oder eigentlich in jeder Situation, dass du dann einmal auf dein Gesicht drauf klickst mit dem Finger. Das bewirkt einfach, dass das Handy weiß, auf diesem Punkt, also auf mein Gesicht in dem Fall, soll das Handy jetzt die Helligkeit einstellen. Mhm. Einfach, dass die Helligkeit stimmt. Ihr seht jetzt hier in diesem Fall ist hier ganz viel weiß hinter mir, hier. Und das verwirrt sozusagen gerade meinen Computer. Ich kann den manuell gerade nicht einstellen. Deswegen ist das Bild ein bisschen zu dunkel. Ich hätte es gerne heller. Und wenn ich den Computer anschummel und sage, es ist nicht weiß, sondern das, dann wird das Bild schöner. Und das bewirkt sozusagen dieses, ich drücke einmal kurz auf mein Gesicht, bevor ich aufnehme und dann ist die Helligkeit richtig. Dann, und die Schärfe sitzt dann auch auf dem Gesicht und dann ist alles gut. Super. Du sagst oft, dass es sehr wichtig ist, dass man sich authentisch präsentiert in Videos. Was genau meinst du und warum findest du, dass das wichtig ist, sich natürlich zu zeigen und nicht mega professionell? Ja, also es hat, glaube ich, unendlich viele Gründe und ich ergründe immer wieder neue. Also eins, was für mich so ganz offensichtlich ist, dass einfach die ganze Social-Media-Welt und vor allen Dingen Facebook und auch YouTube attraktiv sind, weil wir sozusagen einen Einblick bekommen in eine etwas andere Perspektive von, sagen wir jetzt mal, in einem Unternehmen oder einem Coach oder was auch immer. Wir haben eine relativ große Ablehnung, zumindest die allgemeine Bevölkerung, gegenüber Werbung im Fernsehen zum Beispiel. Mhm. Schalten wir gleich weg oder schalten wir gleich um. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas sehr hochwertig produziere und das sozusagen so hochwertig aussieht wie die Werbung, die wir aus dem Fernsehen kennen, jetzt im Extremfall, und ich sehe sowas in meinem Facebook-Feed zum Beispiel, dann bin ich, okay, das Werbung will ich gar nicht sehen. Automatisch wird abgeschaltet dann, ne? Oder genau.
Genau, da ist so eine automatische Abwehr irgendwo. Und das ist, glaube ich, so im Moment so mein Hauptargument, dass wenn es zu hochwertig ist, dann verliere ich vielleicht sofort überhaupt die Aufmerksamkeit und es wird überhaupt nicht angeguckt. Da muss man aber so ein bisschen unterscheiden und da muss jeder für sich auch so ein bisschen beurteilen. Also ich habe zum Beispiel in meinem Programm einen Coach oder einen Business Coach für Unternehmen. Mhm. Wenn der jetzt sozusagen Videos macht und die sind total in so einem Amateur-Look im übertriebenen Sinne und er spricht einen Konzern, sag ich jetzt einfach mal Siemens an oder so, funktioniert das natürlich nicht. Ne? Also da muss man so ein bisschen gucken, wen spricht man an und funktioniert das auch für meine Zielgruppe, wenn ich mich so natürlich jetzt präsentiere. In meinem Fall auf jeden Fall, weil ich möchte ja meinen Leuten auch zeigen, hey, ihr braucht keine großen technischen Sachen. Ihr könnt einfach so auch ganz starke Verbindungen aufbauen. Deswegen darf ich gar nicht so hochwertig werden. So, also bis zu einem bestimmten Grad schon. Aber das, für mich wäre es sozusagen richtig kontraproduktiv, total werbisch unterwegs zu sein. Mhm. Und dann, klar, es gibt sozusagen, das ist jetzt sozusagen der andere Punkt, die andere Perspektive. Es gibt auch für einen normalen Kinofilm sozusagen gibt es Prioritäten. Also was ist das Wichtigste, wenn der Film geschnitten wird? Also auf was achtet sozusagen die Person, die jetzt selektiert, was kommt in den finalen Schnitt und was nicht? Und es kennt, glaube ich, jeder diese Anschlussfehler. Da gibt es ja auch so YouTube-Videos, so wo sind überall Fehler? Da stand das Glas da und jetzt steht es da. Oder hier hat er eine grüne Socke an, da hat er eine blaue Socke an. Das sind alles so Faktoren, wo man am Anfang denkt, sowas ist vielleicht wichtig. Das sind aber nur Details. Und das Allerwichtigste, und das egal, was für ein Video du machst, ob das jetzt ein Image-Video ist, ob das ein kleines Video über dich ist oder ein Kinospielfilm, die Regel da ist immer die gleiche. An erster Stelle ist sozusagen das Emotionale und das Authentische sozusagen, wie du gerade dich fühlst, irgendwas, was dich gerade bewegt, was dich gerade begeistert, wo sozusagen der Zuschauer, die Zuschauerin sich komplett mit dir identifizieren kann und sich mit dir freut oder mit dir ärgert oder mit dir traurig ist. Und dann kommt ganz, ganz lange nichts an Wichtigkeit, an Relevanz. Und dann kommen so diese ganzen kleinen technischen Sachen. Also ich würde sagen, okay, Emotionen und dann kommt gute Tonqualität. Ja. Apropos Tonqualität. War die Aufzeichnung kurz am Stocken? So, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, das kann ich hier an der Verbindung in München gehen. Genau, also Emotionen, Ton, dann kommt ganz lange nichts. Mhm. Und dann kommen die ganzen Details wie ein bisschen unscharf im Hintergrund, dass das Bild schön aussieht, dass der Hintergrund überhaupt schön aussieht und nicht irgendein Quatsch dahinter ist. Was ich da genau sage und all die Sachen, die sind sozusagen im Vergleich fast irrelevant. Und insofern ist für mich immer allerhöchste Priorität. Jetzt stockt das nochmal, mal gucken, vielleicht ist er wieder da. Ich habe das letzte war da die allerhöchste Priorität. Genau, die allerhöchste Priorität ist wirklich einfach in dieser Freude zu sein. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass man jedes Mal bei jedem Video total unnatürlich freudig sein muss, sondern eher, wenn ich ein Thema, was mich total begeistert, präsentieren möchte und ich spüre aber gerade nicht die Freude, die das normalerweise hat oder für mich bedeutet, dann ist jetzt vielleicht kein guter Zeitpunkt, dieses Video zu machen. Mhm. Einfach so. Und dann das wird jetzt zu viel und ich verliere mich da ein bisschen in den ganzen Sachen, weil es gibt so viele Sachen, die wir besprechen. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Ne? Also solange man nicht in der Emotion ist, die man eigentlich transportieren sollte, sollte man sich vielleicht wirklich dann in dem Moment das Video erstellen, wo man sich wirklich so fühlt oder wo einem was wichtig ist. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich Mittagspause rausgehe, habe Handy dabei und dann gehen mir Sachen durch den Kopf. Wenn ich spontan Videos aufnehme, sind die meistens viel besser, als wenn ich mir tagelang Gedanken mache und mich dann hier ins Zimmer stelle und anfange aufzunehmen. Ja, ganz genau. Also das ist genau der Spirit. Und deswegen ist halt so wichtig, am Anfang so ein bisschen zu üben, dass man so ein bisschen in die Routine reinkommt, dass du weißt, wenn dieser Moment da ist, ne, auf dem Weg zu Penny oder wo auch immer du vielleicht unterwegs bist, was kannst du tun, dass du innerhalb von einer Minute aufnehmen kannst? Mhm. Wenn du da jetzt erstmal verstehen musst, welche App nehme ich jetzt und wo ist Aufnahme und was, dann ist der Moment weg. Und deswegen ist es so wichtig. Man muss aber auch dazu sagen, am Anfang ist man eigentlich nie in dieser Situation. Am Anfang quält man sich so ein bisschen durch und jedes Video ist komplett grauenvoll. Also das zählt nicht für die Anfangszeit. Also man muss erstmal so ein bisschen reinkommen, bis man so eine Routine hat und ab dann zählt das erst. Mhm. Ne? Also nicht zu viel erwarten.
Ja, gut, man muss sich bei allem ein bisschen Zeit geben. Ist wie Fahrradfahren. Am Anfang ist das alles irre schwer und anstrengend. Und man denkt, Gott, das schaffe ich nie. Und dann nach so ein paar Mal, man denkt, ach ja, ist ja gar nicht so schlecht. Und man wirkt immer natürlicher und es fällt einem leichter. Also es ist wie immer eine Übungssache einfach. Ne? Ja. Was meinst denn du, welchen Stellenwert werden Videos in der nächsten Zeit oder in Zukunft einnehmen? Weil wenn ich zum Beispiel, ich traue mich noch nicht an Facebook Live ran, das ist mir dann noch zu extrem, ich traue mich ja erstmal so an Videos ran. Aber was meinst du, wo es hingehen wird? Unfassbar hoch. Also wir sind schon so gewohnt, oder zumindest ich, und ich höre es auch von vielen anderen Leuten, du möchtest, weiß nicht, irgendwas an deiner WordPress-Seite optimieren, du gehst du hin, YouTube und guckst dir das Video an. Wenn ich jetzt eine neue Firma, mit der zusammenarbeiten möchte, oder vielleicht möchte ich ein Produkt von der kaufen und kenne die aber noch überhaupt nicht, dann erwarte ich schon fast, dass auf der Website irgendeine Art von Video ist, die mir so ein bisschen so ein Gefühl gibt, wie ticken die Leute oder wie sieht das aus oder wie ist so der Spirit von der Firma. Und entweder das Video ist vielleicht nicht da, das ist schon mal schlecht, oder das Video ist da, aber das ist so ein Image-Werbevideo, wo null Emotionen drin sind, wo man einfach nur sieht, so möchten wir uns gerne präsentieren, aber so sind die vielleicht gar nicht. Oder ich merke sofort, das ist irgendwie nicht stimmig. Und das ist was, dadurch, dass wir so viel Inhalte präsentiert bekommen heutzutage, wir werden ja beballert mit Videos, mit Fotos, mit Texten, sind wir alle so sensibel geworden, was echt ist und was nicht echt ist. Das heißt, ich kann dir ein Video zeigen für 5 Sekunden und eigentlich jede Person kann mir sofort sagen, das ist sozusagen fake, also das ist nicht authentisch oder das ist authentisch. Und wir haben halt nur diese 5 bis 10 Sekunden. Ja. Dann entscheiden sich die Leute ja weiterzugehen. Und genau, deswegen ist es wichtig, authentisch zu sein und es ist wichtig, ein Video zu haben, weil dadurch kann ich wahre Verbindung aufbauen. Und das ist ja letztendlich, glaube ich, das, was wir alle wollen. Und im Internet ist es leider halt immer digital, was ich auch nicht toll finde. Aber für sozusagen den Erstkontakt, um an neue Kunden ranzukommen oder genau einfach erstmal, ja, Erstkontakt, du beschreibst eigentlich ganz gut, ist es ein tolles Medium. Und ich finde, Video ist sozusagen der nächste Schritt, um dann vielleicht auch im realen Leben zusammenzukommen, ob das jetzt ist, weil jemand das physische Produkt kauft oder weil es vielleicht eine Dienstleistung ist und die Person sich dann vielleicht traut anzurufen oder vielleicht mal vorbeizukommen. Also ich habe ja ganz viele Leute jetzt nur über das Video kennengelernt, durch diese ganzen Spiele, die ich mache. Und dann treffe ich die im Realleben und das ist so, als würde ich sie kennen. Also es ist einfach großartig. Ja, dann ist es ja genau richtig, oder? Dann zeigst du dich ja wirklich authentisch und auch in deinen Videos, weil wir selber kennen uns ja auch nicht persönlich, sondern nur per Video. Du wohnst in Berlin, ich in Bonn. Aber ich finde das eine ganz tolle Sache, dass man dann doch einen guten Kontakt zu jemandem hast oder schnell nicht nur ein paar Texte gelesen hat, sondern man hat einen ganz anderen Bezug und kann eine andere Beziehung zu jemandem aufbauen, als nur durch Text oder nur durch Sprache. Und das ist ein Riesenvorteil, denke ich, auch um schnell eine gute Beziehung und Vertrauen aufzubauen zu anderen. Ja. Auch zu potenziellen Kunden. Ja. Das Thema Storytelling. Wie wichtig sind Stories in Videos und wie kann man das auch in einem kleinen 2-Minuten-Video gut umsetzen? Hast du da auch ein paar Tipps? Ja, also es gibt sozusagen verschiedene Videostrukturen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und eine Geschichte, also vielleicht hast du da auch nochmal einen anderen Ansatz, das kann gut sein. Eine Geschichte in 2 Minuten zu präsentieren, finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwer. Mhm. Also wenn ich emotional bewegt bin von einem Thema, zum Beispiel von diesen Haggern, den Umarmer, und ich gehe da sozusagen in so eine Geschichtsstruktur rein, dann gehen die Videos eher länger, also eher so 8 Minuten oder so. Mhm. Und insofern, also aus meiner Perspektive, ohne jetzt zu sagen, dass das so richtig oder falsch ist, habe ich eher das Gefühl, zum Beispiel Facebook Live ist sozusagen ein toller Ort, um so eine Geschichte und da einzutauchen, weil das ja auch vom Vorteil ist, wenn die Facebook Live-Videos länger sind. Also man sagt, soweit ich weiß, 17 Minuten aufwärts oder vielleicht sogar 20, weil Facebook einfach auch eine Zeit braucht, um die Leute einzusammeln und die Leute kommen dann und dann kriegt man sozusagen am meisten Umdrehung daraus. Mhm. So ein 2-Minuten-Video ist für mich eher so einen kurzen Tipp loswerden, also ein kurzes Problem darstellen, was vielleicht Leute oder meine Zielgruppe, meine Kunden betrifft, warum eine Lösung dazu sinnvoll ist und dann, wie sie das halt schnell lösen können. Mhm. Storytelling, ja, genau, und diese Struktur folgt eben diese Struktur Problem, warum ist es relevant, was ist die Lösung und hey, wir sehen uns im nächsten Video. Das ist eher so diese 2-Minuten-Struktur und so eine Storytelling-Struktur. Es gibt natürlich so ganz klassische Geschichtsbögen sozusagen, die man spannen kann. Ich bin eher so ein Verfechter und ich glaube, das ist auch der einfache Zugang dazu, ist zu sagen,
wann packt mich emotional irgendwas ganz stark, mhm, und dann erzähle ich die Geschichte und dann fließt sie automatisch sozusagen aus mich, mhm, raus, ohne jetzt zu sagen, das muss jetzt eine bestimmte Struktur haben. Genau. Ich denke auch bei einem 2-Minuten-Video, dass das kaum möglich ist, wirklich so eine komplette Heldenreise zu machen oder es wäre viel, genau, zu umfangreich. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ich war gerade unterwegs, habe das und das erlebt und so würde ich das jetzt umsetzen oder das ist so mein, das, was ich daraus lernen würde, kann man ja schon in einer kurzen Zeit eine gute Story verpacken. Aber natürlich jetzt nicht nur wirklich nur angerissen. Wenn man das ausführlicher machen sollte, sollte man sich bestimmt ein bisschen mehr Zeit lassen dazu. Ja, also es gibt ganz viele Wege sozusagen, das mit einzusetzen. Also man kann ja zum Beispiel auf YouTube eine Playlist anlegen und da, also sozusagen eine Serie machen aus, man nimmt sozusagen ein Thema, mhm, und zu diesem Thema veröffentlicht man vielleicht dann insgesamt 8 Videos, sagen wir jetzt einfach mal. Mhm. Und dann könnte man zum Beispiel da sagen, das erste Video von dieser Reihe zu diesem Thema ist vielleicht eine Geschichte, die mir passiert ist, also in meinem Leben, wo ich das irgendwie schilder, dass sozusagen die Einleitung sozusagen in die Thematik ist. Entschuldigung. Und dann ist es sozusagen super, als Anker zu benutzen, diese Anfangsgeschichte, mhm, und dieser Geschichtsanker, den sich die Leute viel besser merken können. Da kann ich mich dann in jedem Folgevideo drauf beziehen, mhm, in welcher Relation dieses Unterthema heute sich auf die Anfangsgeschichte von dem ganzen Thema bezieht. Also das ist jetzt ein, man kann, also da gibt es keine Regeln. Das wäre sozusagen ein Weg, sozusagen eine Geschichte und kurze Infos über einen längeren Zeitraum zu integrieren, ohne dass es jetzt so ein unfassbar langes Video wird zum Beispiel. Mhm. Wie ist denn, kannst du kurz erklären die Geschichte zu dem, was dir da gerade um den Hals hängt, zu den Haggern? Weil ich kenne es, aber bestimmt ein paar Leute, die zugucken, noch nicht. Ja, klar. Also die Geschichte hat angefangen, da habe ich meinen allerersten Video-Workshop gegeben vor, das war nicht so lange her, sagen wir 1,5 Jahren ungefähr. Und das ist The Do School in Berlin gewesen und die unterstützen verschiedene soziale Projekte und laden halt dann, ich glaube, 20 Leute weltweit nach Berlin ein für 2 Monate und die kriegen dann ganz viel Coaching. Unter anderem halt auch ein Video-Coaching von mir. Und ein Projekt von denen waren halt diese Hagger, also Umarmer zu Deutsch. Und also ich kann es ja nur zeigen, also das ist sozusagen eine kleine Figur, die hat einen Kopf, aber keine Augen, hat ein großes Herz und hat ganz lange Arme und man kann das schwer beschreiben. Das ist wirklich, wenn man den umlegt, hat man das Gefühl, man wird umarmt. Und das Ziel von diesem Projekt ist, dass sozusagen ich sozusagen mehr Selbstliebe auch empfinden kann, weil ich sozusagen mich selber dadurch auch umarme, indem ich den Hagger umarme. Und im zweiten Schritt aber auch wieder mich sozusagen für Umarmung öffne und auch wieder andere Menschen umarme. Und dadurch einfach so eine menschliche Verbindung wieder oder mehr menschliche Verbindung entstehen kann. Und ich fand das einer der coolsten Projekte, die es da gab. Und war einfach, habe dann in Berlin halt auch welche mitverteilt und da geholfen. Und dann kam dieses Thema auf einmal vor einem Monat wieder auf und eine Freundin von mir arbeitet im Kinderheim und die meinte, oh, ich würde gerne 8 von denen auch ans Kinderheim geben. Und ich habe einfach nur gesagt, komm, ich verbinde euch mal mit der Gründerin aus Kolumbien, die ist sowieso nicht hier, wir kommen an die gerade nicht ran. Und die war halt zufällig gerade in Berlin, total abgefahren, natürlich kein Zufall. Und sie war dringend auf der Suche nach Leuten, die halt 35 von den Haggern nochmal abnimmt, weil sie das brauchte, um sozusagen weiterzumachen. Mhm. Und dann habe ich halt ein Video gemacht und das passt jetzt halt wieder zu unserem Thema. Das hat mich emotional halt wieder so berührt, weil ich das so spannend und auch als Projekt so toll finde, also weil sie sich primär eigentlich auf krebskranke Kinder in Kolumbien konzentriert. Also man spendet, wenn man einen kauft, automatisch auch an ein krebskrankes Kind. Mhm. Das hat mich aber wieder so berührt und dass sie gerade da ist und gerade auch wieder 35 verfügbar hat und wir sozusagen 8 hier ans Kinderheim bringen können, das fand ich einfach so sensationell. Es waren zu viele Zufälle, die keine Zufälle waren, dass ich ein Facebook-Live-Video gemacht habe, nichts überlegt, einfach nur, boah, das berührt mich gerade, das ist gerade passiert, ich finde das so verrückt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Views das jetzt hat, vielleicht irgendwie 2000, 3000. Jedenfalls die 30, 35 Hagger waren innerhalb von 2 Tagen halt weg und wir haben jetzt eine Warteliste. Ich will damit nur sagen, da war halt eine starke Emotion. Ich habe das nicht gefiltert, auch nicht strukturiert, sondern einfach drauf los. Mhm. Und das hat halt total viel Resonanz bekommen. Und Leute schreiben mich, also heute hat mich schon wieder jemand angeschrieben, die ich gar nicht kenne, ob sie einen Hagger haben kann. Also manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen und gucken, was passiert. Komme ich zum nächsten Thema, jetzt rede ich so viel. Mhm. Nein, ich unterrichte ja auch oder coache
YouTuber, Top-YouTuber in Deutschland. Und was da auch immer wieder aufkommt, ist, die haben sozusagen eine gewisse Struktur an Videos, die sie halt veröffentlichen. Und dann kommt immer wieder eine Situation, wo vielleicht ist die Kamera kaputt oder vielleicht regnet es gerade oder irgendein Umstand, dass sie das nicht tun können, was sie eigentlich geplant haben oder was sie bis jetzt immer getan haben. Da müssen sie improvisieren und irgendwas Neues machen, irgendwas anderes machen. Und dieses irgendwas Neues, was eigentlich totale Katastrophe ist, weil der ganze Plan durcheinander kommt, ist meistens das, was dann unfassbar erfolgreich wird, sodass sie ab dem Zeitpunkt dann alles anpassen und dieses Format weiterentwickeln. Und ne, das mit den Haggern ist sozusagen ähnlich. Ich hab nicht drüber nachgedacht, ich habe das einfach mal reingehauen. Das hat mit Video eigentlich nichts zu tun, sondern einfach mit mir als Mensch, was mir als, mit meinen Werten sozusagen. Und das hat eine riesen Lawine sozusagen losgetreten. Mhm. Einfach nur noch mal so als Hinweis, wenn mal irgendwas schief geht oder wenn wir mal irgendein anderes Thema machen müssen oder wenn irgendwas einfach anders ist, macht das bloß, weil das könnte sein, dass das wieder einen ganz tolle neuen Wege öffnet. So. Ja. Oder irgendwas ins Rollen bringt, weil ich habe das, ich hatte vorher davon auch nie gehört, habe dann ein Video gesehen, war auch ziemlich ergriffen davon und berührt und fand das total toll. Und wo ich dann gesehen habe, was dadurch so in Gang gekommen ist, wie viel das kommentiert haben, auch ohne, dass es geskriptet war, es war ja auch nicht perfekt, aber da sieht man wieder, wie wichtig eher die Emotion ist und die Intention, warum man etwas macht, anstatt wie es gemacht wird oder dass es unbedingt perfekt sein muss. Ne? Also ich fand es auch ganz toll, auch das Projekt. Ja. Ich habe auch extra dazu mal einen Blogbeitrag geschrieben, den verlinke ich auch nochmal unten, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ja. Wirst du denn deswegen angesprochen auf der Straße, wenn du die um den Hals trägst? Das muss ich noch wissen. Ja, also seit sozusagen diesem neuen Video, was ich gemacht habe, also kurz davor hatte ich ihn nämlich zum ersten Mal so auf der Straße auch mit. Mhm. Und das hatte das dieses neue Lawine sozusagen in Gang gesetzt. Seitdem trage ich ihn wirklich eigentlich täglich, so auch einfach auf der Straße. Und oft, also der erste Kommentar ist meist, oh, was hast du für einen interessanten Schal? Mhm. Warte, Verbindung, wieder weg. Bist du im Funkloch? Nee, wir sind hier im Office. Ich glaube, hier sind mehrere Leute im Internet. So. Nee, jetzt geht's wieder. Jetzt ist es heute wieder gut. Genau, also die Leute sprechen mich ab und zu an, aber der Einstieg ist so, was hast du für einen interessanten Schal? Mhm. Auch gut. Einer, der dich umarmt, ist eine schöne Sache. Ja. Naja, und dann, also der nächste Schritt ist, dann probieren wir es natürlich aus. Ne? Also das passiert dann immer. So. Ja. Super. Hast du ein Vorbild oder Menschen, wo du sagst, die haben so dein Leben bereichert? Weil ich finde das immer besonders interessant, auch den Unternehmer oder dich als Person noch ein bisschen besser kennenzulernen. Was gibt es so? Hast du ein paar Vorbilder oder sagst du, das würdest du jedem empfehlen zum Beispiel? Oder auch 3 Bücher oder sowas, die du besonders empfehlen könntest, die du ganz toll findest? Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Quellen, aber das, was mir jetzt so spontan kam, ist einmal Gespräche mit Gott. Das habe ich schon ganz oft gehört, ja. Ich habe es schon länger her, dass ich das gelesen habe. Ich habe eigentlich Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das war sozusagen mein erstes Buch in die Richtung. Mhm. Und da in dem Inhaltsverzeichnis oder in dem Buchsverzeichnis stand halt unter anderem auch Gespräche mit Gott. Und damals dachte ich so, oh Gott, ey, das ist dieser Titel, ich weiß nicht. So, aber wenn sie das empfiehlt, ich muss es einfach mal ausprobieren. Also ich bin ein riesen Fan von, es wird mich super inspiriert, so die ganze Perspektiven und stellt sozusagen das Leben so dar, wie ich das im Moment auf jeden Fall sehe. Dann mehr so in die Richtung Marketing folge ich halt total gerne Marie Folio aus Amerika und Amy Porterfield. Mhm. Marie Folio ist eher so Business und Amy Porterfield ist eher so Facebook-Marketing. Und ansonsten inspiriert, also durch viele Menschen, die um mich herum sind. Ne? Also einfach, was ich so beobachte auch. Das müssen jetzt nicht immer so krass große Vorbilder sein. Mhm. Das sind oftmals einfach so kleine Sachen oder eine Facebook-Werbung, die ich vielleicht sehe, die mich inspiriert. Oder deine Website, wenn ich darauf gehe, denke, oh ja, das ist schön gemacht irgendwie. Da bin ich relativ offen und mag das eigentlich auch nicht so einen Guru anzuhimmeln, sondern ich bin eher dann so ein bisschen breiter gefächert. Und das sind dann immer so Wellen. Also manchmal folge ich denen und manchmal, jetzt im Moment habe ich das Gefühl, ich möchte nicht noch mehr Wissen haben, sondern ich muss jetzt einfach noch mehr ins Machen kommen und dann lasse ich das ein bisschen los auch. Mhm. Ja, es gibt immer, glaube ich, so Phasen, wo man mal mehr aufsaugt und Informationen einholt und dann muss man aber auch gucken, dass man wirklich wieder ins Tun kommt, ne? Damit man nicht in so einer Schockstarre oder weiß, was aus den ganzen Infos, was soll ich jetzt als nächstes machen. Ne? Ja.
Was ist denn so dein Warum? Also dein Warum, warum gibt es dein Unternehmen und warum hast du beschlossen, wirklich das Thema Video so in den Vordergrund zu stellen? Was ist so dein Kernthema in deinem Leben bisher? Also mein ganz großer Bogen ist es, sozusagen Frieden in die Welt bringen, das jetzt relativ abstrakt ist und jetzt so im Alltag vielleicht schwer umzusetzen ist. Aber das ist sozusagen erstmal so das Gesamtbild. Und ich glaube, es geht vielen Leuten so, ne, ich habe halt mit Video angefangen, weil mich das total fasziniert. Und dann gab es halt noch ganz viele neue Themen, die dazugekommen sind, wie zum Beispiel neue Unternehmensstrukturen, also wie man sozusagen zusammenarbeitet von Hierarchie zu einer flachen Hierarchie und so. Plus noch unendlich andere Themen, Facebook, Marketing, was auch immer. Und war dann eine Zeit lang sozusagen so, was nehme ich denn jetzt oder springe ich von Thema zu Thema? Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, warte mal, Video, das mache ich seit Ewigkeiten. Ich kenne mich da so gut aus sozusagen, aber wenn man sich so gut auskennt, dann merkt man das ja gar nicht mehr. So, also das ist dann sozusagen normal. Und sozusagen diese Kompetenz einfach wegzuschmeißen, nur weil jetzt was anderes da ist, was irgendwie mehr leuchtet oder heller ist, habe ich irgendwann gemerkt, warte mal, nee. Also Video ist wirklich sozusagen dein Ankerpunkt, darum wird sich immer alles drehen und du innovierst, ich weiß gar nicht, ob das ein deutsches Wort ist, aber du nimmst sozusagen diese Teilaspekte, die dich auch interessieren und baust sozusagen die Art des Videos Machens um und stellst sie sozusagen so dar, wie es für dich halt am modernsten ist oder am sinnvollsten in der heutigen Zeit. Und so kam es so Schritt für Schritt zum Beispiel, dass ich jetzt zu diesen Sachen gekommen bin, die ich jetzt mache. Und der Hintergedanke dabei im Moment ist, ich möchte sozusagen Frieden in die Welt bringen. Die kleinste Form davon ist natürlich, dass ich erstmal Frieden in mir selber finde als Person oder auch jeder einzelne Mensch auf dieser Welt Frieden für sich in sich findet. Und Video ist ja mein Ankerpunkt sozusagen, darum dreht sich alles. Und dann habe ich halt geschaut, okay, wie kann ich durch das Medium Video Frieden in jede Person reinbekommen? Mhm. Und das ist ja sozusagen dieser erste Einstiegsmoment, den wir ganz am Anfang beschrieben haben, ist, ich sehe mich auf einmal, also ich gucke mich sozusagen wie im Spiegel an und ich bin erstmal erschrocken, wer ich eigentlich bin und wie ich rede und was für Wörter ich vielleicht benutze und wie wenig Ahnung ich vielleicht habe oder das denke. Also wir haben natürlich immer total Ahnung eigentlich. Wir denken nur immer, wir haben keine oder wir fühlen uns unsicher. Und durch diese Reflexion, die durch Video möglich wird, weil ich auf einmal eine externe Perspektive auf mich selber bekomme, fange ich an, Frieden mit mir zu schließen und mich selber anzunehmen und mit mir okay zu sein. Und das ist sozusagen dieser kleine, aber große Teilaspekt von Frieden in die Welt bringen. Das ist ein wunderschöner Ansatz. Also ich kenne selten Leute, die nicht nur auf die Tätigkeit an sich gucken, sondern dahinter gucken, sagen, okay, was ist denn das, was mich besonders erfüllt? Was sind so meine Werte? Und kann ich vielleicht das, was ich tue, jetzt zum Beispiel, das kenne ich auch mit meinem Thema Marketing, es geht bei mir weniger um das Thema Marketing, sondern dass ich auch den Leuten vermitteln will, dass sie perfekt sind, wie sie sind, dass sie sich natürlich zeigen können, dass das total wichtig ist und immer wichtiger wird. Und das geht durch ganz viele verschiedene Sachen. Das geht nicht nur durch Marketing, da hängen noch ganz viele andere Sachen zusammen. Ne? Und wenn man mal davon aufhört, sich auf die Tätigkeit an sich zu versteifen, sondern auch wirklich den Kern sich zurückzubesinnen, dann kann man viel mehr damit spielen. Da kann man viel mehr Sachen nehmen und gucken, okay, das passt dazu und das möchte ich alles einsetzen, um noch mehr zu bieten, ne? Oder noch mehr so meine Vision zu erfüllen oder meine Mission. Ja. Finde ich schön, dass man sowas sagt mit Frieden in die Welt bringen und Video. Da denken die erstmal ja überhaupt, hä, wie hängt denn das miteinander zusammen? Aber das dann, so wie du es erklärt hast, hört sich das super schön an. Ja, das ist ein toller. Und das merkt man auch. Also von den Frauen, die dich empfohlen haben, dass ich mir das unbedingt mal angucken sollte, die waren so begeistert davon, auch von deiner natürlichen Art und die gesagt haben, das wird alles verändern oder es wird total viel verändern, wie du dich auch mit Videos siehst und damit umgehst. Ja, ja. Also scheint es gut zu machen. Ja, also das ist ja das Tolle, man muss es gar nicht gut machen, weil wenn das sozusagen da drunter liegt, dann ist es automatisch gut. Also gut ist schon fast zu werten, ja. Ne? Also natürlich ist es gut so. Also es ist so absurd. Man kommt dann auf einmal in den Fluss rein und muss sich gar nicht mehr so kümmern, weil man sich ja sowieso kümmert, weil einem das so wichtig ist. Irgendwie. Irgendwie so ein bisschen paradox. Ja, und was mich halt total freut, ich sehe dann sozusagen mehr und mehr das wahre Gesicht oder die wahre Motivation. Ich sehe
die Freude, aber ich sehe teilweise in den Videos auch die Unsicherheit und die Leute trauen sich, das dann vielleicht auch anzusprechen und damit werden sie noch schöner, einfach weil es so nahbar ist. Und damit tragen wir alle, die sozusagen mit mir gehen, sozusagen dazu bei, dass das Internet mehr und mehr Inhalte hat, wo ich sage, wow, das ist menschlich, das sind wir als Gesellschaft. Ja. Und wir kommen mehr und mehr weg von entweder Horrornachrichten oder Sachen, die nicht funktionieren oder Manipulation oder psychische Manipulation durch Farben oder bestimmte Texte oder Strukturen. Und das sind, also das ist sozusagen dann schon der nächste größere Schritt, der ich sage, wow, wir bauen hier sozusagen Momentum auf und zeigen der Welt, es geht auch anders. Aber das ist sozusagen schon dann das nächste wieder. Ich glaube, das nochmal eins machen. Momentum ist auch ein gutes Wort, ja. Ich habe mal eine Frage gehört, die finde ich ganz toll und wollte deswegen übernehmen. Ich glaube, in einem Podcast war das. Mhm. Stell dir mal vor, du liegst auf dem Sterbebett, du hattest ein total glückliches und erfülltes Leben. Aber durch einen kosmischen Fehler ist alles, was du aufgenommen hast, alle Videos, alle Webseiten und alles, was du Tolles gemacht hast, gelöscht aus Versehen. Mhm. Du hast einen Zettel und ein Stück Papier und einen Stift und du kannst jetzt und hast jetzt noch 5 Minuten, um die wichtigsten 3 Botschaften zu hinterlassen, die du mitgeben wolltest durch dein Leben. Mhm. Was wäre das? Du brauchst mich nicht, du kannst es selber. Das Göttliche ist in dir. Vertrau dem Leben. Du bist schön. Es waren 4, aber ein Bonuspunkt ist okay. Okay. Super schön. Ja. Okay, ich finde das total spannend, die Frage. Ich finde die super. Ja, das haben wir. Also ich war ein bisschen nervös jetzt auch gerade. Scheiße. So ein Schockstand. Oh Gott. Einfach mal sagen, was kommt. Und wenn die Leute sich jetzt dafür interessieren, wann fängt das nächste Kamerascheu-Spiel an oder Kameraspiel an und wo findet man dich? Genau, das nächste ist im September. Ich habe noch nicht das exakte Datum, aber es wird Mitte, Ende September starten. Mhm. Geht 10 Tage. Und anmelden kann man sich alles kostenlos unter kameraspiel-zusammengeschrieben.de/Anmeldung. Verlinken wir auch nochmal. Und genau, das ist perfekt. Genau, und was du dafür brauchst, ist im Prinzip einfach ein bisschen Zeit am Tag und ein Handy. Und alle anderen technischen Details erkläre ich in Videos, wie das funktioniert. Also du musst im Prinzip eigentlich gar nichts wissen. Und was du sozusagen mitnehmen wirst, ist, dass du von Montag bis Freitag jeden Tag maximal 2 Minuten langes Video von dir selber drehst und ich stelle jeden Tag einfach eine Frage morgens und die beantwortest du. Also du musst dir über nichts Gedanken machen, wenn du technische Probleme hast oder irgendwelche Bedenken, dann ist halt eine Gruppe da, die dich... Wir warten mal kurz auf die Frage. So. Ja. So, okay. Ja. Du musst über keine über nichts Sorgen machen, war das Letzte, was ich gehört habe. Bei technischen Problemen. Genau, also wenn irgendwelche Hindernisse auftreten, dann ist die ganze Gruppe da oder ich ja auch sowieso. Mhm. Und genau, dann fängt man einfach an und merkt, dass die anderen genauso viel Angst haben wie man selber oder vielleicht genauso mit, ach, ich kriege das Video nicht hochgeladen, zu kämpfen haben. Mhm. Und spätestens an Tag 5, also am Freitag, sind die Leute so, oh, schade, dass jetzt Wochenende ist, ich würde gerne direkt weitermachen, jetzt müssen wir auf Montag warten. Also da kommt einfach ein Momentum und ja, jedes Mal bin ich einfach wieder begeistert und freue mich einfach zu sehen. Aber also, es ist trotzdem eine schöne, geschützte Gruppe, ja, wo man keine Angst haben muss, dass jemand sagt, Gott, was hast du denn da gerade auf dem Video gemacht oder so. Nee, absolut. Also das ist eine geschlossene Gruppe, da sind nur Leute drin, die jetzt auch wirklich diese eine Herausforderung, dieses eine Spiel genauso auch durchspielen, keine Fremden drin. Und die ganzen Kommentare und das Feedback, die sind total wertschätzend immer. Also es geht immer an erster Stelle darum, was hat gut funktioniert und ich habe jetzt auch mal das Feedback bekommen, hey, warum sind da nicht kritischere Feedbacks? Und das ist mir zum Beispiel an der Stelle überhaupt nicht wichtig, sondern für mich ist viel wichtiger, auf dieses Emotionale zu gehen. Also gibt es irgendeinen Moment im Video, wo ich vielleicht lachen musste? Oder hat mich vielleicht irgendwas berührt, wo ich vielleicht ein bisschen traurig geworden bin? Weil, ne, hatten wir anfangs, das ist das Allerwichtigste, diese Emotion. Und da gibt es halt ganz viel Feedback. Und wenn zum Beispiel der Ton schlecht ist, dann schreibe ich meistens und sage, ey, lass uns mal kurz austauschen, was für ein Handy benutzt du gerade oder hier, ich empfehle vielleicht mal das Mikrofon oder so. Das kommt von 100 Leuten, sind es vielleicht 3 Leute, wo sowas passiert. Also das ist super selten. Meistens ist alles total okay, so wie es ist.
Ich glaube, die Kritik haben wir auch selber genug jetzt schon in unserem eigenen Kopf. Ne? Die braucht man nicht noch von außen. Die ist viel härter. Ja. Wo findet man dich denn, wenn man dich ein bisschen stalken will oder wenn man sich mehr in dem Bereich informieren will, wo du bist? Wo bist du erreichbar? Wo hinterlässt du deine Spuren? Ja, genau. Also hauptsächlich auf Facebook tatsächlich, weil das so ist, wo meine Zielgruppe unterwegs ist. Und da findet man mich einfach unter meinem Namen, also Ludwig Lindekogel. Und im Moment mache ich relativ viel Facebook-Stories, so, wo ich gerade unterwegs bin, weil ich viel reise. Insofern, da kriegt man einen ganz guten privateren Einblick. Und ansonsten, wenn man halt jetzt beim Spiel sich anmeldet, dann ist man auch mit in meinem Newsletter. Verschicke ich jetzt nicht so super viel Sachen, aber so ab und zu, wenn es Updates gibt oder ich ein neues Video habe zu irgendeiner tollen neuen Geschichte, die ich entdeckt habe, dann kriegt man da halt ab und zu mal Infos. Ja, ansonsten, wie gesagt, über dieses Spiel, das ist der beste Weg, da lernt ihr mich richtig intensiv kennen und ich euch auch. Und danach finden sich meistens Wege, die passend sind, was auch immer dann halt richtig ist. Super, ich verlinke auch nochmal deine Adressen dann unten, auch deine Facebook-Seite. Ja. Ludwig, es war ein super schönes Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich glaube, wir müssen auch nochmal irgendwann als Macht zu Facebook Live und Facebook-Story. Ja, da kannst du mir dann bitte auch nochmal Tipps geben, weil da traue ich mich auch noch nicht dran. Aber es war super spannend. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, ich danke dir auch. Das ist Zeit ist wieder verflogen. Ja, stimmt. So wie beim Telefonat. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.